Servus Leute, Kapitel 90 hier wieder am Start und herzlich willkommen zu meiner 29. World to Commander Folge. Heute im Video seht ihr Hardcore Abschuss bestätigt auf der Map Nuketown. Ich spiele mit der PDW Abschussserien, Extras, Granaten, alles weitere sind wie gehabt immer noch die gleichen. Aber das Thema, über was ich heute sprechen wollte, war der Trainer von Manchester United, Sir Alex Ferguson, hat sein Karriereende für nach der Saison bekannt gegeben. Und das muss ich sagen, dazu muss ich sagen, so heißt es. Da kann man eigentlich nur vor dem Mann, man muss einfach den Hut vor dem Mann ziehen. Er ist jetzt seit knapp 27 Jahren, glaube ich, ist er Trainer bei Manchester United. Der älteste Trainer oder der längste im Amt Trainer überhaupt. Er ist jetzt 71 Jahre alt und ich glaube, dann ist einfach auch der Tag gekommen, wo man sagen muss, dass halt die Karriere auch einmal zu Ende gehen muss. Aber ich muss sagen, 27 Jahre bei einem Verein, ich glaube nicht, dass das überhaupt jemand nochmal überhaupt schaffen wird oder überhaupt in die Nähe davon kommen wird. Er hat in den 27 Jahren 13 Mal die Meisterschaft gewonnen. Ich weiß nicht, wie oft den Pokal, den englischen Pokal, Liga-Pokal, da gibt es ja auch verschiedene. Zweimal hat er die Champions League gewonnen. Und also wirklich, man muss einfach sagen, Respekt an den Mann, dass er jetzt nach der Saison dann dass er dann aufhört, nicht endlich aufhört, sondern er einfach sagt, für ihn geht es nicht weiter und er möchte halt Abstand von Fußball nehmen, obwohl ich das, glaube ich, nicht ganz glauben kann, dass er komplett Abstand vom Fußball nimmt. Er wird noch weiter irgendwie bei Manchester United tätig sein, aber halt weiter im Hintergrund und ja, einfach mal in den nächsten 48 Stunden soll der neue Trainer bekannt gegeben werden. Da bin ich auch mal richtig gespannt, wer das sein wird. Ich bin ja stark davon überzeugt, dass Manchester United alles dafür geben wird und den im Moment besten Trainer der Welt, Jürgen Klopp, zu sich holen will. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass sie an ihm großes Interesse haben. Und er natürlich, auch wenn er in Dortmund glücklich ist, natürlich bei Manchester United auch die nächste Stufe erreichen könnte. Und ich glaube, niemand in Dortmund wäre Klopp irgendwie böse, wenn er wechseln würde oder wenn er von Dortmund weggehen würde. Und deswegen, ach, nochmal eine kurze Info zu dem Video. Das geht 6 Minuten 50, weil danach bin ich leider Gottes, weil ich ja immer Hardcore spiele oder oft Hardcore spiele, bin ich leider Gottes rausgeflogen und deswegen kann ich den Score halt nur bis dahin zählen lassen. Aber egal, in der Zeit passiert da schon einiges. Aber kommen wir halt nochmal dazu. Aber ich denke mal, dass halt sich auch andere Trainer vielleicht anbieten, aber ich sag jetzt mal, Trainer Nummer 1 wird, glaube ich, halt Jürgen Klopp bei denen sein. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch schon einen anderen verpflichtet, keine Ahnung, aber ich denke, weil angeblich sollen sie ja schon einen neuen haben und in Dortmund ist ja eigentlich noch nichts Offizielles bekannt gegeben, dass Klopp irgendwie aufhört oder dass er zu Manchester geht. Deswegen müssen sie ja eigentlich schon einen anderen Trainer an der Angel haben. Und ja, wir warten einfach mal ab. In den nächsten 48 Stunden soll ja der neue Trainer dann bekannt gegeben werden. Und ja, einfach mal abwarten, wer dann der nächste Trainer bei Manchester wird. Mourinho, der soll sich ja schon mit Chelsea einig sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass der da, ich glaube nicht, dass der da ein Thema ist. Und wen haben wir denn da noch auf dem Trainermarkt im Moment frei? Ja, von mir war ja auch noch, also ich habe auch gesagt, ja, vielleicht wäre Bernd Schuster eine Alternative, aber glaube ich nicht, ob, oder weiß ich nicht, ob der
wirklich nochmal Lust hat, irgendwie beim einen der größten europäischen Vereine nochmal eine Tätigkeit anzufangen. Aber wie gesagt, wir warten einfach mal ab, wie sich das alles so entwickelt. Bin ich mal gespannt, wen die als neuen Trainer vorstellen. Man kann auch einfach nur abwarten und spekulieren, aber was will man jetzt in 48 Stunden, sag ich mal, groß spekulieren? Da kann man die 48 Stunden auch abwarten. Ich glaube, die ganzen Spekulationen bringen jetzt sowieso nichts. Jetzt viel wichtiger ist, dass man dem Mann Alex Ferguson den nötigen Respekt, den er verdient hat, ihn auch zeigt. Und weil der Mann, muss man einfach sagen, man muss anerkennen, dass es ist und bleibt und war ein großartiger Trainer. Ja, man kann sich eigentlich nur vor ihm verneigen. Und Manchester United hat ihm alleine, glaube ich, den ganzen Erfolg zu verdanken. Ich glaube, dass ohne ihn es gar nicht so weit gekommen wäre. Oder der Erfolg bei United so weit gekommen wäre. Und deswegen gilt, glaube ich, auch der Dank alleine an Alex Ferguson und vielleicht auch ein kleiner Dank an seinen Co-Trainer etc. Und ja, mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht sagen. So, ich lasse euch jetzt mit den letzten paar Sekunden alleine. Das war Folge 29. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Wäre cool, wenn ihr ein paar Daumen hoch gebt, mir ein paar Kommentare drunter schreibt. Und ansonsten sehen wir uns bei Folge 30. Ich bin raus.